Herzlich willkommen bei Junis Piano-Salon. Wir warten noch ein bisschen, bis noch ein paar mehr Zuschauerinnen und Zuschauer dazukommen. Mhm. Und Juni wird ein bisschen was spielen. Zur Einstimmung. Dann könnt ihr euch alle vielleicht noch ein Getränk holen, es euch gemütlich machen. Und ja, bitte Juni. Ja. Warten noch ein bisschen, bis noch ein paar mehr.
kurz erzählen, woher ihr überhaupt so kommt, woher ihr zugeschaltet habt. Also a very warm welcome to non-German speakers from all around the world. So this salon is mainly in German, but stay tuned because there will always be music in between the talk. And maybe you would like to write into the comments where you are from, how you're feeling, if you're sitting there with a tea or a glass of wine. And yeah, we're gonna have this salon to get together, especially in times of the lockdown, to get some inspiration. Ich habe gerade erzählt, wir kommen zusammen, um gerade in der Zeit dieses Lockdowns ein bisschen anregende Unterhaltung zu haben, uns über Inspiration zu unterhalten und vor allem auch Junis Musik zu lauschen. Yeah. Ja. Ich sehe schon in den Kommentaren, einige Leute aus Hamburg sind dabei. Herzlich willkommen. Moin, moin. Ja. Und aus Mannheim und aus dem Westerwald mit koreanischem Soju. Das ist natürlich großartig. Also Prosi, ich habe nur ein profanes Wasser hier. Soju, wenn wir Soju trinken, wir müssen sagen Kanbei. Kanbei? Ja, Kanbei heißt Prost oder Cheers. Ja, das können wir jetzt ja alle mal kollektiv vor unserem Rechner machen. Kanbei. Ja, auch mal gerade an. Tee, Wein, Bier oder Soju. Ja, ja. Aus Saarbrücken sind Leute dabei. Herzlich willkommen. Wir wollen bei diesem Salon uns immer mal wieder treffen in den kommenden Wochen, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Wir wollen Juni vor allem ein bisschen besser kennenlernen, wo sie herkommt, was sie motiviert. Wir wollen Musik von ihr hören. Und heute zum Auftakt geht es um das Thema, das haben wir uns überlegt, All Music is Inside of Me. Also die gesamte Musik ist in mir. Und ich finde, für Juni trifft das besonders gut zu, weil Juni hat eine ganz klassische Ausbildung, hat aber in Korea, in ihrer alten Heimat, auch Pop produziert und hat in Jazzclubs gespielt in England. Also eine ganz großartige Crossover-Mischung, wie ich finde. Und Juni, wenn du selber Musik spielst, denkst du überhaupt noch in diesen Kategorien, in diesen Genres, in diesen Schubladen? Oder hast du mittlerweile ganz andere Maßstäbe für deine Musik angesetzt, weil du dich ja eben aus ganz unterschiedlichen musikalischen Bereichen bedienst? Ich glaube, wenn ich Musik höre, ich höre als Klang. Also diese Genre ist wie Kategorie, aber das ist für mich nicht so wichtig. So zum Beispiel, wie die Klänge unser Körper und Geist bewegt. So wenn Menschen auch irgendeine Klänge hören, dann wir können so reagieren oder so reagieren. So Angstgefühl oder sehr friedliche Chill-Out-Gefühl, also je nachdem Klänge. So zum Beispiel, wenn ich Mozart höre, das macht mich sehr, aber auch wenn ich Bossa Nova höre, es gibt andere Schwung oder trotzdem macht mich auch. Aber wenn ich auch Rockmusik höre, höre ich andere Klänge, aber bekomme ich ähnliches Energy wie ein Dvorak Symphony oder Beethoven Symphony auch höre. So, die Klänge ist wie eine Energie. Das ist, wie ich die Musik höre. Ja, sehr schön. Also ich glaube, Energie, vor allem positive Energie, können wir im Moment ja alle gut gebrauchen in dieser Zeit. Ja. Und was ich bei dir auch schön finde, dass du dich eben nicht nur inspiriert fühlst von verschiedenen Musikrichtungen, sondern du auch im Alltag aus ganz kleinen
Begebenheiten, aus ganz alltäglichen Erlebnissen so deine Inspiration ziehst. Vielleicht kannst du uns da mal so 2, 3 Anekdoten erzählen, wie da so die Inspiration zu dir kommt, wie dich die Muse küsst und wie du das dann in Musik umsetzt. Weil ich so viele musikalische Inspiration in mir habe. So musikalisch kommt es alles natürlich heraus. Aber manchmal, zum Beispiel, als ich ein Klaviergeschäft war, ein kleines Klaviergeschäft war, stand auch diese Musiknoten neben dem Klavier. Und dann gibt es immer berühmte klassische Melodien für Kinder. Und dieses Buch habe ich genommen und dann habe ich geöffnet. Und das ist wie random. Und wie heißt random auf Englisch? Auf Deutsch? Random. Zufällig oder ja, beide. Zufällig. Dann ich mache immer diese Zufall. Weil ich weiß nicht, welche Melodie, wenn ich öffne, welche Melodie mir kommt. Mhm. Und das war das. Von Bizet, Habanera. Für Kinder. Also das ist eine einfache Melodie. Und da habe ich gesetzt und dann mit dem Klavier, wo ich gesessen habe, habe ich nur gespielt, als ich möchte. Und dann plötzlich kommt mir diese Idee, diese ganz andere Art und Akkorde und Rhythmus. Mhm. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Und da habe ich sofort auf meinem Handy aufgenommen. Und dann, das war auch meine eigene Version für Habanera von Bizet. Mhm. Oder auch, also meistens, wenn ich neue Flügel im neuen Platz treffe, bekomme ich sehr oft sehr neue Ideen, weil alle Flügel anders sind. Und auch während ich auch aufräume, meinen Raum aufräume, bekomme ich auch Lust, etwas zu schreiben. Ja. Du hattest auch erzählt, dass wenn meinetwegen auch du etwas anstrengende Geräusche hörst. Du hattest von einem krähenden Hahn erzählt, der fast so ein bisschen nervig war, aber dass ja auch eher so anstrengende Geräusche dich dann zu Musik inspirieren. Ja, also als ich Kind war, habe ich immer gehört, diese LKW, diese Klatschen. Da, da, und sie machen. Das war aber vielleicht nur koreanische LKW machte diese Klänge. Also solche Dinge gibt mir auch die Idee. Oder mein Nachbarshahn kräht immer, jeden Tag, sehr früh oder auch Mittag. Das kann auch die Idee sein. Aber es ist auch nicht nur die Klänge, was mir inspiriert. Manchmal auch das Gefühl oder was es passiert in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, eines Tages habe ich einen Song geschrieben und vielleicht manche Leute hier kennen schon dieses Stück, heißt Toccata and Blues in E Minor. Und als ich dieses Stück geschrieben habe, damals gab es viele Konflikte aus aller Welt. Also Konflikte gibt es immer, aber damals zwischen Nord- und Südkorea. Und dann lässt mich mehr nachdenken, warum muss die Welt so sein und diese Ärger. Und auch mit dem Hoffnung habe ich so musikalisch besetzt in diese Blues-Format und diese aggressive Toccata-Format zusammen verbunden habe. Ja. Magst du uns das Stück vielleicht anspielen? Hast du da Lust zu? Ja, so vielleicht Bizet Habanera, was ich neu gemacht habe. Dieses Stück heißt Woman in Red and I want to play this song. Woman in Red.
Ich bin ja die Einzige, die laut klatschen kann. Vielen, vielen Dank, Juni, für das tolle Stück. Erschienen ist Woman in Red ja auf deinem Album Jugendstil, was 2014 rausgekommen ist und zwei Jahre später direkt noch ein Album veröffentlicht, My Piano. Und darauf gibt es das Stück Piano Virus oder Piano Virus. Und ich habe mir gedacht, das passt ja in die heutige Zeit, dass man eine Art positiven Virus auch hat und eben nicht Corona, Corona, Corona hört. Ja. Wie fühlt es sich denn für dich an, von diesem Piano Virus, von dem Klaviervirus infiziert zu sein? Also was macht im Endeffekt das mit dir, wenn du Musik spielst? Also du hattest ja gerade schon gesagt, manche Komponisten, manche Stile machen dich ganz, ganz ruhig, aber das Musikmachen an sich, also ist es eher was, was dich glücklich macht, zufrieden, so eine Erfüllung? Also als ich dieses Stück geschrieben habe, es gab auch ein bisschen Anekdote, so zuerst wollte ich das auch erzählen. Sehr gut. Immer wenn ich also außer Klavier, wenn ich etwas berühre, dann manchmal sehr oft etwas kaputt gegangen. Und auch Computer. Sehr oft. Heute eigentlich, ich muss gestehen, dass ich auch, ich glaube, etwas gedrückt und dann plötzlich diese Technik nicht funktioniert hat. Und deswegen waren wir auch sehr ein bisschen Problem. Aber jetzt wieder sind wir da. Also wenn ich etwas berühre, obwohl ich nichts gemacht habe, kommt irgendeine Virus oder blaue Bildschirm. So if I touch something, it just doesn't work. And just like computer screen, it shows just blue screen. And nothing moves. And then I thought, oh, it's really like a virus. So ich habe gedacht, wie wäre es, wenn ein Virus in Flügel gehabt hätte? Das wäre sehr verrückt, Gott sei Dank. Ich habe gar kein Problem in meinem Flügel, in meinem Instrument. I don't have any problems. So I wrote this song called Piano Virus. So when I play this, I feel so rocky. I feel so rocker. Ja, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du uns den Piano-Virus auch spielen könntest. Und vielleicht während du den spielst, weil wir ja hier in dem Salon zusammenkommen und im Endeffekt das toll ist, wenn wir beide uns unterhalten, Juni, aber natürlich wir auch so ein bisschen das Publikum kennenlernen wollen und wissen wollen, was euch interessiert. Schreibt gerne Fragen an Juni in die Kommentare, auch gerade was so Motivation, Inspiration zu ihrer Musik, zu ihren Stücken angeht. Und genau, schreibt das gerne rein, während Juni uns den Piano Virus vorspielt und wir dann hoffentlich alle noch mehr infiziert werden von der Musik. Ungefähr, ungefährlich. Ungefährlich, genau. Ja, ja.
is so funny. Vielen, vielen Dank, Juni. Hier kommen schon so ganz, ganz tolle Kommentare rein. Piano Virus ist so ein gigantisches Lied, wird hier geschrieben. Da kann ich mich wirklich nur anschließen. Es gibt auch schöne Emojis, die klatschen, wie man heutzutage so macht. Danke, danke. Und, genau, also die Herzen fliegen dir und deiner Musik zu. Und es kommen auch schon schöne Fragen rein. Ich habe hier zum Beispiel eine Frage von Konrad, der fragt: Juni, für dich haben ganz am Anfang die Töne unterschiedliche Farben gehabt. In Dresden hast du die Farbe Gelb improvisiert. Wie hört sich denn Grün oder Blau an? Eine sehr schöne Frage, finde ich. Ja, sehr, sehr gute Frage. Was so die Sinne anspricht. Ja. Klasse. Ich glaube, es ist über Gefühl, zum Beispiel, wenn wir natürlich Rotes oder Rot sehen, dann wir denken sehr leidenschaftlich oder sexy oder es kann Gefahr sein oder auch heiß, so. Solche Dinge können wir auch ein bisschen das assoziieren. Oder wenn wir grün denken, dann diese Wald oder grüne Natur können wir auch assoziieren. Und Farbe and color is always really interesting thing for me. Wenn ich diese blaue sehe, dann es ist auch sehr cool. Und solche Gefühl inspiriert mich auch. Und außerdem auch jede Tonleiter, zum Beispiel für mich, das klingt wie blau. Und das klingt für mich wie grün. Deswegen, es gibt ein Stück, heißt Ausflug, was ich von dem Wald in meinem Kopf gedacht habe und geschrieben habe. Und so immer, wenn ich dieses Stück spiele, ich sage immer den Lichtmann in meinem Konzert, bitte das Licht grün machen. Weil unter dem rotes Licht, um einen grünen Wald zu, vorzustellen, ist sehr für mich Unsinn. Aber er hat auch gefragt, blau, ja, grün habe ich gesagt und blau ist sehr cool für mich, wie ein Meer. Zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Ausflug, dass du diesen Wald dann im Endeffekt im Kopf hast, da passt auch eine andere Frage ganz gut zu, und zwar von Christian, der fragt, komponierst du auch manchmal nur im Kopf, ohne Klavier? Ja, wenn ich draußen bin oder wenn ich irgendwo bin, dann habe ich kein Klavier und dann ich habe Melodie in meinem Kopf oder ein bisschen Chord Progression oder some Rhythmus, dann ich möchte mit diesem Rhythmus möchte ich einen Song probieren zu Hause. Something like this habe ich aufgenommen oder ich glaube, das kann auch gute Melodie sein, denn ich habe so so habe ich aufgenommen auf mein Handy. Dann zu Hause habe ich etwas mehr entwickelt. Und wenn du kein Handy dabei hast, ist es dann auch so, dass eine Melodie oder ein bestimmter Rhythmus quasi in dir weiterlebt und arbeitet und auch so ein paar Tage vielleicht zu Hause ist, bis du es dann auf dem Klavier spielst oder in ein Stück fließen lässt? Ja, also manchmal ich hatte gestern etwas sehr Gutes, aber dann weg. Also deswegen möchte ich etwas Notiz machen oder Handy aufnehmen. Aber manchmal auch, ich habe geträumt. Und manchmal es sind sehr unnormal. ich habe etwas gespielt vor andere Frau, aber diese Frau war meine Lieblingsmusikerin, aber sie ist gestorben leider. Aber mit ihr habe ich zusammen gespielt
Und ich habe mit ihr etwas gesprochen und dieses Gespräch war sehr interessant. Und auch, was ich mit ihr gesprochen habe, gespielt habe, war auch sehr interessant. Und dann wollte ich sofort auch dieses Ding etwas, was habe ich gemacht? Und dann habe ich auch Notiz gemacht und dann wieder geschlafen. Ah, okay, das war alles in deinem Traum. Du hast es dir kurz notiert und dann hast du weiter geschlafen. Ja. Ich habe immer diese Traum-Diary. Ich schreibe immer, wenn ich etwas habe. Ja. Sehr schön. Ja, also bei dir, deine Musik funktioniert ja auch ganz intuitiv oft, weil du ja so viele Genres schon zurückgreifen kannst. Mhm. Du bist ja sehr bekannt dafür, viel zu improvisieren. Und nachfragt hier in den Kommentaren, Juni, hast du es jemals geschafft, ein Stück zweimal identisch zu spielen? Also ohne es neu zu interpretieren. Das kann ich auch. Ja. Aber ich kann das nicht. Ja. Und dann gab es hier noch eine Anregung, und zwar von Ludwig. Wie wäre es, ein berühmtes koreanisches und deutsches Volkslied musikalisch jazzmäßig zu verbinden? Gute Idee oder Inspiration, sowas mal auszuprobieren. Das mache ich auch sehr, weil meiste Volksmusik, egal welche Länder Volksmusik ist, aus welcher Länder gekommen sind, ich weiß nicht, koreanisch oder deutsch oder englisch, Island oder Afrika, überall sein, meistens sehr besondere Melodie haben, sehr einfach und sehr schön. Daher ist es sehr optimal, etwas zu verändern, weil die Melodie ist so simpel. Mhm. Ja, so zum Beispiel. Aber das ist nicht Volkslied. Aber meiste Volk kennen das, oder? Ich würde euch auch bitten, Juni hat uns nämlich versprochen, beziehungsweise mir, und ich erzähle es euch jetzt, dass sie nämlich noch was improvisieren wird für uns. Wer schon mal auf einem Konzert war von Juni, da ruft das Publikum halt Begriffe rein. Also ich zum Beispiel war kurz vor dem Lockdown bei einem Konzert von Juni in der Elbphilharmonie, was sehr, sehr schön war. Und da hast du unter anderem zu dem Begriff Soul improvisiert und ich glaube auch zum Begriff Frühling, weil der Frühling da kurz bevorstand. Ja. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch von Juni für eine Improvisation wünscht heute. Also zu welchem Stichwort, zu welchem Thema improvisieren soll. Ja. Warten wir ein bisschen ab. Das dauert vielleicht jetzt auch noch einen Moment, weil man sich ja kurz mal Gedanken machen möchte. Genau, es gab auch noch den Wunsch und zwar von Katni Mu, ich habe es jetzt falsch ausgesprochen, ob du das Stück Ausflug, weil sie das sehr schön findet, kurz vor- oder anspielen könntest. Und dann können wir vielleicht ein bisschen reinlauschen, während vielleicht ein paar Stichworte vorgeschlagen werden, wozu du improvisieren könntest. Genau. Super.
So, ich muss jetzt für alle, die mit zuschauen, mitklatschen. Aber hier lustig ist. Dankeschön. Danke. ich habe Ihnen gesagt, dieses Stück muss grün sein. Das, aber es ist noch lila. Und deswegen, dieser Tonleiter geht higher, höher und dann bleibt in anderem Wald dieser lila Wald. Ja, hier sind mittlerweile auch großartige Vorschläge eingetroffen für Improvisationen. Ich bin absolut begeistert. Also die eine Richtung geht so in Richtung Hoffnung, also endlich Corona-frei oder ne, also jetzt ist ja auch die Nachricht von dem Impfstoff gerade rausgekommen, den es eventuell gibt, aber auch Hoffnung in Richtung USA, Neuanfang, neuer Präsident. Das ist so ein Themenfeld, was ich da erkennen konnte. Dann haben einige vorgeschlagen Novembernebel, womöglich kommen die aus Hamburg. Ich war heute auch an der Elbe spazieren, heute Mittag, und es war eine ganz besondere neblige Stimmung. Alles hat sich so ein bisschen aufgelöst. Das war auch sehr, sehr schön. Das ist ein Thema, worum es gehen könnte. Dann gibt es noch das Thema Sternschnuppen, Sternenhimmel, Vollmond. Es gibt das Thema Lichtermeer, was ja vielleicht auch ein bisschen Richtung Sternschnuppen gehen könnte. Was ich auch schön finde, ist der Vorschlag von Ralf. Das Plätschern beim Angeln, das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes. Christian schreibt noch Kamala Harris, das würde ja dann auch wieder so Richtung Hoffnung, Neuanfang USA gehen. Und ja, ich glaube, das war es erstmal. Also dann kannst du dir ein aussuchen, in welche Richtung es denn so gehen soll, Juni. Ja. Alle sind sehr, sehr schön. Und ich glaube, jetzt habe ich über die Natur gespielt, wie grünen Wald. So, jetzt kann ich etwas über das Gefühl, Hoffnung, die Hoffnung. Ich glaube, Hoffnung ist immer gut, egal in welcher Situation ist. Ohne Hoffnung ist die Welt nicht so schön. So, mit der Hoffnung möchte ich eine Hoffnung improvisieren. Sehr schön. Und bevor du loslegst, wir dann mit deiner Musik, mit deiner Improvisation zum Thema Hoffnung wunderbar in die Nacht gleiten können, möchte ich mich, möchten wir euch von allen verabschieden, die zugeschaut haben und die sich ja tollerweise auch so super beteiligt haben in den Kommentaren. Das, finde ich ganz schön, weil dann kommt der Salongedanke ja auch nochmal richtig zum Tragen, dass wir uns hier auch ein bisschen austauschen und angeregt unterhalten können. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, nächste Woche Mittwoch um 20.30 Uhr kommen wir wieder zusammen, also am 18. November. Und vorher bist du aber ja auch nochmal im Livestream zu erleben, Juni, nämlich bei den Leverkusener Jazztagen. Ja, am Samstag. Samstag. Genau, am Samstag 20 Uhr. Samstag 20 Uhr, das ist eine Kooperation mit dem WDR und da wird dann dein Konzert gestreamt. Das ist ja auch toll in Zeiten von Corona, dass wir dann mal einen ganzen Auftritt von dir erleben dürfen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, ich sage Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch, Juni. Ich freue mich schon wahnsinnig auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaltet auch alle wieder ein und seid wieder so angeregt dabei bei den Kommentaren. Ja, ich auch. Und ich danke dir, Birgit, Biggie. Sie heißt Biggie Pop eigentlich, auch in der Musik. Das ist mein Spitzname, genau. Genau. So, danke für tolle Moderation heute. Ich glaube, viele Leute haben auch Spaß gehabt, weil ich habe immer allein gesagt. Und heute war es auch ganz interessant, mit dir zu sprechen. Und dann jetzt auch alle gute Nacht. Und jetzt schließe ich mit der neuen Hoffnung als Improvisation. Dann tschüss.
Ciao.